Heilige Scheiße. Was zum Teufel war das denn jetzt? So, also, wir können jetzt Goldener Pfad oder Willis? Wer ist bitte Willis? Willi will's wissen oder was? Schanaffjäger. Ah ja. AJ Gale, wir haben dich beobachtet. Wir sollten uns treffen. Weitere Instruktionen folgen, wenn du diese Koordinaten erreichst. AJ Gale. Ja? Sohn von Moan Gale, Gründer des Goldenen Pfades. Aufgewachsen bei der Mutter in den Staaten. Zurück in Kyrat wegen ihres letzten Wunsches. Wer sind Sie? Ich sag's dir, nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Der Pflicht. Je eher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Hallo? Sind Sie noch da? Na super. Infiltriere den Flughafen. Na, das ist doch mal eine schöne Aufgabe. Haben wir überhaupt noch genug Munition dafür? Oh ja, Ansichtssache, ne? Haben auf jeden Fall keine Sprengpfeile mehr, was zum Teufel. Aber von der Repartierarmbrust müssen wir noch ordentlich was haben, ne? Ja. Ja, reicht. Ja, ja, Gesundheit. Oh! Junge! Habe ich ein Glück, dass ich gerade in dem Moment zurückgeschaut habe. Hi. Flammenwerfer, sicherlich. MKG. GL4, ja, sicherlich. Okay, wir brauchen vor allem rote Blätter. Okay, wir sind gerade ein bisschen pleite, Tatsache. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Links unter dem Pfad hoch, okay. Aussteigen. Toll, ganz toll. Nimm's doch ruhig. Nimm's da ruhig. Blöd kommen muss ich mir auch nicht. Brüder und Schwestern, hier ist treues Kyrat mit. Ich bin weder Bruder noch Schwester. Ich bin divers. Aber wenn es nach Amika geht, geht's bald bergauf. Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld. Von Ärzten und Befassungsfahrt. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzempfangen. Ganz nochmal! Idiot. Brüder und Schwestern.
Herren, hier ist Treues Kyrat mit Rabbi Rainrunner. Es ist kein Geheimnis, dass Kyrat finanziell nicht gut dasteht. Aber wenn es nach Amica geht, geht's bald bergauf. Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Wir machen nie wieder so eine Drogenmission. Nie wieder. Ich dachte, das ist eine Ziegelfabrik und Mohn wird uns ja wohl nicht anhaben. Ein bisschen Mohn. Wegen Mohn haben wir halluziniert. What the fuck, Alter? Ich bin am Flughafen. Gut. Hab eben bei einem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus. Und denk dran, wir haben denselben Feind. Wenn du Kargans-Männer erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Noch etwas. Du musst unauffällig sein, wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Lass dich nicht entdecken. Punkt. Ich hatte ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Distanzgegner. Verarschen oder was? What the fuck? Aber ein Scharfschütze fehlt noch. Ah, gefunden. Okay, sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit, ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Digga, er stirbt einfach nicht. Alarmiere den Kommandanten nicht. Ich gebe mein Bestes. Fuck. Das war doch nicht der Kommandant. Okay, Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Wo bin ich denn jetzt so? Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Super Speicherpunkt. Ich war auf der anderen Seite und jetzt nicht hier oder was? Wartet nicht, bis die Gefahr bei uns ist. Raus!
raus und alles absuchen! Position. Bleib da und halt mir den Rücken frei. Ich habe noch was zu erledigen, bevor wir reden können. Wenn bei dem Treffen was schiefläuft, gebe ich dir ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reaganomics sage, fängst du an zu schießen und hörst erst auf, wenn alle erledigt sind. Reaganomics? Okay. Nö, ich mach's nicht. Ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich halte diesen Kanal offen, aber sei ruhig. Ich brauche keine Ablenkung. Der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut, dann mal los. Ich würde das gerne aussch... Ich hab die Ware hier, genau wie Sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung. Yuma will, dass ich sie zu ihr bringe. Ist das ein Witz? Das können Sie nicht tun. Wir hatten einen Deal. Sie und Ihr Flugzeug werden schön hier bleiben. Ich bringe Sie zu Yuma. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Wo ich herkomme, ist ein Deal ein Deal. Sie können ihn nicht ändern. Das ist unamerikanisch. Jetzt reicht's mir langsam. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Yuma sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Sie sagte nicht, ob tot oder lebendig. Ich sagte Reaganomics. Wovon zum Teufel reden Sie denn? Reaganomics! Reaganomics! Jetzt habe ich aber genug davon! Jo. Ich wollte einfach ausreizen, komm. Sieht mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Yuma sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Banditen aus dem Norden! Erledige sie! Ich stehe unter Beschuss! Komm mal in die Gänge! Hey, ich bin nicht kugelsicher! Hilf mir hier draußen! Na, den wirst du ja wohl selbst erledigen können. Ja, dann geh doch mal in Deckung, du dreckiger Wichser! Statt dir Deckung zu suchen, nö, ist ihm wohl zu schade. Ja, dann geh doch in Deckung! Also, sorry, wenn du so blöd bist! Da kommt eine ganze Horde den Berg herunter!
Schön. Du hast nicht gesagt, dass ich auf den Heli schießen soll. Oh, oh Gott. Ja, toll. Statt der mir mal sagt, die haben Heli. Wie wär's mit, die haben... Ja, wieso bin ich jetzt hier unten zum Teufel? Ja und? Ist ja nicht so, dass ich jedes Mal sage Sprengpfeil. Na gut. Ich heile mich doch gerade! Junge.
Endlich, Junge! Schlapp nicht ein, Butterblümchen! Sieht aus, als hätten Sie dein kleines Spielchen bemerkt. Hier hagelt es ein bisschen zu stark für meinen Geschmack. Ich gehe in Deckung. Mach dich mal nützlich. Hört die Mörderteams aus und alle, die kommen, um ihre toten Kumpel zurecht. Okay? Verstanden? Gut. Versteckt sich ganz feige hier, wisst ihr? 25 Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich rieche gar nichts. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunny Boy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Denn auch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley, also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, den gerade abhebt. Oh, Scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Als ob ich noch nie einen Wingsuit benutzt hätte. Ein Flugzeug zieht man normalerweise nach oben, ne? Ich möchte es ja nur sagen. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Alles klar. Tschüss! Haust drin, Junge! Ja, ach, wirklich. Zwar erschossen, aber hey. Ja, nee, unwahrscheinlich. Niemals. Nie fucking mals.
Niemals. Niemals in diesem Leben wäre das möglich gewesen. Niemals. Niemals. Ja, was machen wir jetzt? Sie hilft mir kein Stück weiter. Free Willis. Ah ja. Sie ist redigiert. Du willst mehr wissen? Dann halt die Klappe und hilf mir bei einem Job. Dann nehme ich ein paar der Balken raus. Gut. Was für ein Job? Ich bin hier, um Pergamin und Yuma zu stürzen, was die Einheimischen anscheinend nicht schaffen. Und ich dachte, dein Volk versteht was von Guerillakriegsführung. Dein Volk? Der Goldene Pfad kämpft den falschen Krieg. Weiß ich. Soll ihnen zeigen, wie es geht. Schritt 1. Den Flughafen übernehmen. Schritt 2, einen gewissen AJ Gale rekrutieren. Das bist du. Triff mich hier, wenn du soweit bist. Oh, und erzähl dem Goldenen Pfad nichts von unserer Vereinbarung. Das ist nichts, was sie wissen müssen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mal einen abseilen, wenn du verstehst. Nee, verstehe ich nicht. Oh mein Gott, das Klo ist nur ein scheiß Loch im Boden. Junge. Ob ich jetzt Bock darauf habe, irgendwie nicht. Aber wir haben eine Mission von ihm gemacht. Hallo, Händler. So, wir brauchen jetzt noch Karma-Level. Bombenentschärfung. Brauchen wir nicht unbedingt. Mission Schlüssel nach Norden. Karma-Boosts. Wahrheit oder Gerechtigkeit und der Schlüssel nach Norden. Gut, dann würde ich diese Folge hierfür beenden. Fanto kann in der nächsten Aufnahmesession weitermachen. Für mich ist jetzt hier erstmal Feierabend. Ja. Ne? Bis dahin. Tschüss.